Was ist notwendig, damit das Wasser aus dem Wasserhahn fließt? Was ist notwendig, damit wir beim Klo einfach die Spülung drücken können? Was ist notwendig, damit einfach das Licht angeht bzw. damit wir im Internet schnell surfen können? Infrastruktur. Dieses Wort schon mal gehört? Diese ist nämlich oft die Antwort für die Fragen von vorher. In Dresden wird da gerade viel erneuert. Wir fragen den Bürgermeister und den Wassermeister, warum das notwendig ist. Ja, Infrastruktur ist alles das, was wir zur Verfügung stellen, dass die Gemeinde funktioniert. Heute haben wir drin in der Straßen oder im Gemeindegebiet einen Kanal, das Wasser, jetzt aktuell LWL, Lichtwellenleiter fürs Breitband, aber in weiterer Folge auch unsere Fernwärme. Die dürfen natürlich einlegen, dass die Leute einen ordentlichen, nachhaltigen Heizungsanschluss haben. Und dann kommen noch Kabel vom Stromnetz und Telefonanschlüsse dazu. Da muss man schon den Überblick behalten. Doch wie startet man so ein Projekt und was wird heute anders gemacht? Ja, das Erste ist einmal die Planung. Wie man es früher gebaut hat, so baut man heute nicht mehr. Heute braucht man Ringleitungen. Man braucht viel mehr Wasser zur Verfügung, dass die Feuerwehr zum Beispiel den Brandschutz gewährleistet. In vielen Gemeinden und so auch in Dresden sind Leitungen schon über 50 Jahre alt. Ein Sanieren soll deshalb nicht mehr länger hinausgezögert werden, auch wenn diese zu Herausforderungen führen kann. Die Planung ist das eine. Dann müssen wir schauen, können wir das überhaupt finanzieren? Wasserkanal muss ja über die Gebührenhaushalt finanzieren. Ja, und dann kommt es eben zum Einbau. Und da ist die Herausforderung, wie du sagst, Baustelle, gell? Lärm, hört man. Staub, wenn es warm ist und Verkehrsbehinderung. Und gleichzeitig sollen Ausfälle für die Einwohner so gering wie möglich gehalten werden. An Wasser, Strom und Kanal ist schließlich jeder Haushalt angewiesen. Damit das reibungsfrei funktionieren kann, ist Wassermeister Bernhard Wurm fast rund um die Uhr im Gemeindegebiet unterwegs. Er muss die Zusammenhänge und Schlüsselstellen im Wasser- und Kanalnetz bestens kennen. Also wir sind da jetzt, wo und was genau passiert da drinnen? Wir sind da jetzt bei der Lendenbrunnenquelle. Das ist einer von unseren zwei Spender, die was voriges Jahr erweitert worden ist, durch eine dritte UV-Anlage. Und da wird das Wasser von der Quellschacht rausgesaugt und durch die UV-Anlagen durchgeschickt. Und die UV-Anlagen bestrahlt das Wasser, dass die Trinkwasserqualität gegeben ist. Wird im Ortsnetz nicht das gesamte Wasser von der Lindenbrunnenquelle gebraucht, wird es in den Hochbehälter gepumpt. Dieser wird genutzt als Druckausgleich und als Speichervolumen, wenn man immer nur über die Pumpen fährt oder so, wenn er gebrechen ist, ist das Wasser abrupt weg. Und so hat man eine gewisse Zeit, dass man aktiv werden kann. Neben der Lindenbrunnenquelle versorgt noch der Badbrunnen die Einwohner. Dieser befindet sich mitten im Dresdner Freibad. Quellen, Pumpen und Hochbehälter sind in dieser Gemeinde am neuesten Stand. Was muss dann am Wassernetz jetzt erneuert werden? Naja, die ganzen Schiebereinheiten, die Wasserrohre, die Leitungen und Formteile, was halt benötigt werden dazu, dass wieder an den Endverbraucher geliefert werden kann. Über 10 Millionen Euro investiert die Gemeinde in Infrastruktur in den nächsten Jahren. Unter anderem wird durch die Gründung des Wasserverbandes Dresden die Versorgung in der gesamten Region Dresden sichergestellt. Und ein weiterer Vorteil, schlussendlich werden viele Gestaltungen im Ortsbild gleich mit erneuert. Und wenn wir eine neue Fläche gestalten, wie es da bei uns im Hintergrund ist, wird natürlich auch überlegt, ist sie jetzt so gut nutzbar oder wollen wir es verbessern, dass wir es in dem Fall sogar einen Gehsteig errichten, dass oben mit den neuen Wohnsiedlungen die Menschen sicher, zum Beispiel die Kinder in die Schule kommen können, auch zum Einkaufen. Oder wenn wir auf der anderen Seite schauen, wo wir auch sagen, okay, jetzt, dass nicht alles so breit wird und alles nicht ein Asphaltband wird, dass wir das dann auch mit Grüninseln zum Beispiel gestalten, was gepflegt werden oder auch Bäume hineinsetzen. Und genau das ist jetzt, was bei diesem Projekt ist, was geplant wird und wo wir auch schon in der Umsetzung sind, wo man das sieht. Bauarbeiten über Bauarbeiten. Da könnte man schnell den Überblick verlieren. Damit das nicht passiert, sind Profis am Werk. Und so schaut es derzeit in vielen Baugruben in der Gemeinde aus. Bürgermeister Gnadenberger weiß, was hier alles mitverlegt wird. Ja, in dem Fall kommt da ein großer neuer Kanal vom Mitterweg durch rum. Die Fernwärme läuft durch, kreuz und quer gehen noch Kabeln von der Post und vom Strom. Und das Breitband kommt bei uns sowieso neu. Und von der Wasserleitung haben wir schon geredet. Also genau in so einem Kreuzungsbereich
da kommt oft alles zusammen. Es wird sehr viel Geld von Gemeinden in Infrastruktur investiert. Man kann eigentlich sagen, es wird sehr viel Geld unter der Erde versteckt. Aber das ist ganz, ganz wichtig, denn damit werden unsere Grundbedürfnisse sehr stark beeinflusst, wie Trinken und Wohnen. Also das nächste Mal, wenn du bei einer Baustelle im Verkehr vielleicht aufgehalten wirst, dann denk daran, dass diese notwendig ist, damit du den Wasserhahn aufdrehen kannst.